Beim letzten Mal alle Starcards mitgenommen und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Newer Super Mario Bros. Wii. Wir sind mittlerweile nach dem Tower im Fuzzy Canyon angelangt und schauen uns doch mal um, was es hier denn so lecker schmeckotastisches gibt. Let's go! Brücken! Sehe Brücken! In luftiger Höhe und einen Propellerpilz, den ich aber ganz gerne hätte. Wie funktioniert der? Okay, so. Okay, Blöcke, die wir switchen müssen. Im richtigen Moment, hoffe ich. Wir sollten immer nach oben fahren. Starcoins unten kann ich holen, weil ich kann ja fliegen. Genau, das sollte, glaube ich, erstmal kein Problem. Ganz dringend. And once again. Okay. Ich fahre mal runter. Nee, ich fahre nicht runter. Okay. Imagine, ich wäre runtergefahren. Okay, hier ist nochmal ein Propeller-Pilz. Zack, zack, zack. Die fahren alle unterschiedlich schnell, weil sie alle... Ja, genau. Gerade eben war es oben. Dann sollte es vielleicht jetzt woanders sein. Ich weiß nicht. Die zwei zünden nach... Ja, okay, wir hätten nach unten gemacht. Okay, aber dann weiß ich das jetzt. Unten mitfahren. Jetzt wird unten mitgefahren. Und hoffentlich überlebe ich das auch. Das sieht nicht so einfach aus. Wir sind schon da, okay. Zumindest gerade die Stelle sah nicht so einfach aus. Okay. Wundervoll. Oh, Goomba. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas Sinnvolles drin ist. Ich bin der Meinung, wir haben schon alles. Oh mein Gott. Ganz entspannt, ganz ruhig. Wir lassen uns gar nicht von den Sachen hier beirren. Ich weiß nicht, was schlauer ist. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen, wo es am besten ist, lang zu fahren. Vielleicht unten, vielleicht in der Mitte. Dankeschön! Cool! Wo muss ich jetzt mitfahren? Ich weiß es nicht. Oh, das hat funktioniert. Einfach ins Nichts gesprungen. Oh mein Gott. Ich bin einfach von der Plattform wieder abgesprungen. Bis ganz nach da hinten und hat geklappt scheinbar. Das ist doch schön. Und dann geht's auch ins nächste Level. Und da es in der ersten Welt, dass ich jetzt in der ersten Welt schon so am Struggeln bin, fühlt sich nicht gut an. Auch im Rangy Pond habe ich keine guten Erwartungen an mich selber. Gib mir mal den Ei. Oh, hier brauchen wir den gelben Schalterpalastdrücker. Die sind. Die Schalterpaläste kommen aus Super Mario World 93 oder so. Lasst euch nicht. Bitte. Das erschienen. Für das SNES, was ich auch besitze. Und da gibt es eben Schalterpaläste. Oder ihr holt es euch einfach für die Switch im Online-Modus. Ist, glaube ich, beim normalen Online-Modus drin. Ja. Den Pinguin, den habe ich seit 20 Jahrhunderten nicht gesehen. Uiuiuiui, was ist denn hier los? Auf einmal Flash geworden. Also, sorry. Da ist eine Darkcoin. Auf die hätte ich schon Bock. Ich hoffe, das ist nur mein Sound, der sich so anhört. Hat sich gerade angehört, als würde man zwei Kabel zusammenstecken. Es würde ein bisschen blitzen. Ich habe nicht mal nach rechts gedrückt. Ich weiß, dass das Steuerkreuz von der Switch Schmutz ist. Aber come on. Ich drücke in eine komplett andere Richtung. Hör doch dieses nach unten. In welcher Welt drücke ich denn jetzt nach unten? So drücke ich nach unten. Das ist ein bisschen... Das ist aber auch sus hier, gell? Das ist eine Falle. Das ist ein Trap. Oder auch nicht. So, auf jeden Fall haben wir die erste Starcoin. Ah! Es sieht aber ganz entspannt aus. Es macht mir... Das habe ich geschmeckt. Oha! Wir haben eine Starcoin verpasst, aber wo?
Da sind die Fische ein bisschen lost hier. Vielleicht rein, nein. Schwimmen nämlich gegeneinander und können sich da nicht mehr fragen. Unter dir, hinter dir, in dir. Nein. Das sieht so wack aus mit den Fischen. Da hoch. I see. Ich hab's geschmeckt. Genau. Pusten, 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 pusten. Wundervoll, nach unten, weiter geht's. Ich hab doch ein besseres Gefühl. Also abgesehen davon, dass die Fische dringend psychische Hilfe brauchen. Die wissen nicht mehr, wie man aneinander vorbeischwimmt. Aber wisst ihr was? Das ist nicht mein Problem. Hier sind wir wieder schneller als die Muschel. Da ist ein P-Schalter. Ich drück den mal. Oh, Geld, 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 Geld. Wichtig. Hui, lecker, lecker. Nam, 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 okay. Ja, abonniert den Kanal. Machen wir weiter. Das hier sieht so nach Final aus. Aber irgendwie auch nicht. What? Da war noch ein Porco-Puffer unten. Habt ihr es gesehen? In die lilanen Fische, die heißen Porco-Puffer. Aber dem sind wir gekonnt gekommen, weil wir oben lang gelaufen sind. Was ja auch im Normalfall die schlauere Idee ist. Warum ist das lila? Gibt es hier einen Secret Exit oder sowas? Ja, gibt es. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ihn gefunden habe. Nach einer ganzen Weile nachschauen und auch mit Hilfe des Internets habe ich herausgefunden, dass der Secret Exit bei dem Schalterpalast ist. Welch innovative Sache. Welches Level kommt jetzt? Das ist... Die haben nur noch Namen, die haben jetzt keine Zahlen mehr. Okay, dann gehen wir doch... 1,7? Was bist du? 1,6. Ja, dann... Der Tangled Temple. Klingt interessant. Habe ich... Oh mein Gott, das sieht schon wieder so krass aus, Leute. Ich glaube, wir sind hier aber mit dem Pinguin nicht zu unseren Gunsten unterwegs. Oh ja, die Musik. Keine Ahnung, woher die kommt oder ob die selber komponiert ist. Ist mir auch relativ egal, sie hört sich schön an. Dieses komische, ich spinne weg von dem Ding. Durch was wird das getriggert? Also bestimmt nicht dadurch, dass ich... Da ist eine Decke. Das ist lost. Aber hier kann ich jetzt... komm. Da spielen mehrere Betrugsfaktoren mit. Aber... Hier, schon wieder. Der spinnt einfach manchmal, obwohl ich gar nicht drücke. Schütteln kann es nicht sein. Ich habe den Gyrosensor extra ausgemacht. Weil ich ein sehr energischer Spieler bin, wie ihr wisst. Die nehme ich doch mit. Geschenkte Coins. Why denn auch not? Und eine Röhre. Wusste nicht, ob es da reingeht, aber es wäre cool gewesen. Oh mein Gott. Ich schmecke Starcoin. Oh, ich schmecke Starcoin, die ich nur mit Goomba erreichen kann. Dann halt nicht. Zu freundlich. Damit auch die nicht so ganz guten Spieler hier durchkommen. Oh, oh, wir sind sehr weit hinten rausgelassen worden, sehe ich das. Nein? Aber wo ist denn dann die... Ich feiere gar nicht, dass hier Piranha-Pflanzen sind. Ich bin mir sicher, da war die zweite Starcoin, aber wo? Hä? Aber ist die Pflanze gestorben? Du bist die zweite. Oh mein Gott, yes. Fühlt sich das gut an. Je mehr Starcoins wir mitnehmen, desto besser fühle ich mich. Komm ich da hoch? Von da rechts. Oder so. Das feuert mich volle Kanne nach oben.
Wir sind Wolken. Ich geh mal wieder runter. Ich glaube, hier gibt's keine Starcoin. Obviously. Aber ich feier solche Secrets. Oh, hier gibt's ein... Ey, wenn ich... Oh, oh. Wunderbar! Als kleiner Mario ist das hier viel einfacher. Trotzdem keine Empfehlung, dass ihr klein sein sollt. Oh, okay. Ihr könnt doch klein sein, denn hier befindet sich ein wunderbarer, leckerer Pilz. Apropos, wusstet ihr, dass die Pilze an Fliegenpilze erinnern? Und man, wenn man die isst als Mensch, dass man sich dadurch größer und stärker fühlt? Das habe ich aus meinem Faktenformat, ist oben auf dem i verlinkt. Ich weiß aber nicht, ob es in der Folge drankommt, aber auf jeden Fall, oben ist eine Folge... Ist auf jeden Fall immer eine Folge verlinkt davon. Weg da, ich muss hier springen. Ah, feier ich gar nicht. Da ist aber schon das Ziel. Oder ihr schaut einfach in die Frustra-Fakta-Playlist. Da gibt es ganz, ganz viele Gaming-Fakten, die mit kleinen, lustigen Sketchen vermischt immer ein lustiges Video und für einen Lacher sorgen. Da könnt ihr euch das doch gerne mal anschauen. Steckt doch sehr viel Aufwand drin, also über ein Like auf den Videos würde ich mich auf jeden Fall freuen. So, zu dem Mini-Pilzhaus gehen wir erst gleich. Wir steppen erstmal nach hier unten und gucken uns die Switch-Shift-Growth an. Die oder der Growth? Die Growth, die Growth. Die Growth. Da sind sehr viele Schalter schon auf dem Vorschaubild. Was ich davon halten soll, weiß ich noch nicht. Ich glaube, hier soll man rennen. Nee, soll man nicht. Öp, öp, öp. Hier sollen wir runter? Oder hier eine Stampfattacke? Ich glaube, er meint die Röhre. Ja, ja, ja. Und damit bauen wir uns jetzt einen Weg. Wie krass. Come on. Also das ist doch... Sehr geehrtes Newer-Team. Dabei habt ihr euch doch was gedacht. Aber natürlich... Oh. Das ist bad. Ja, cool. Bitte fragt mich nicht, wie man das steuert. Ich habe keine Ahnung. Es interessiert mich auch eigentlich gar nicht. Ich hoffe, wir brauchen das nicht später, weil der Gyrosensor funktioniert am PC echt nicht gut. Die Pflanze haben wir noch getötet. Das war so 360 No-Scope. Sass! Okay, sorry. Aber cool. Ich feiere das. Ich feiere also dieses komplette Level ist ein Gimmick. Und das feiere ich. Ich dachte, der feuert mich da jetzt durch. Wie viel Geldeinheiten bekomme ich? Wenn es da oben, wenn da oben auf jeden Fall eine Starcoin ist. Wir gehen zurück und gucken uns das Ganze mal näher an. Ah, töte mich nicht. Weißt du was? Ich töte dich. Das schmeckt danach. Es schmeckt danach. Dieses Level ist... Das schmeckt zum Beispiel nicht so gut. Das ist unfair. Eigentlich nicht. Eigentlich mega easy, aber... Ich habe mich nur stupid angestellt. Oh, auf den Fahnen sind Yoshi-Eier drauf. Wie krass. Wusste ich nicht. Oh, und Item-Grinding ist hier auch nicht. Okay, cool, 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 cool. Wichtig. Wir wissen. So, letzte Starcoin ist still missing. Oh, das ist böse.
Aber hier den Schalter zu drücken, ist keine gute Idee. Ey, hätte ich das nicht gesehen, ich hätte geheult innerlich. Ah, lecker Coins. Brauche ich nicht. Hier gibt's auch ein Secret Exit? Och nee, ich muss das Level nochmal spielen. Ja, okay, aber erstmal gucken, wo uns der Secret Exit überhaupt hinführt. Der gelbe Schalterpalast! Da ist er! Ah, wie toll! Den aktivieren wir. Dann spiele ich das Level kurz fertig noch. Zeige euch den Rest. Und dann gehen wir in das andere Level und holen da den Secret Exit. Oh mein Gott, lecker. Das schmeckt gut. Bitte, nein! Mario und Luigi im Super Mario Bros. 3-Stil oder Style, wie auch immer. Oh, und ein Goomba! Hallo! Baba! Ich bin ein Goomba! Aber eigentlich bin ich ein verkleideter Toad! The power of this switch will turn all leere blocks into yellow blocks. Safe, auf jeden Fall. Progress saved. Ich spiele kurz das Level nach, um den normalen Exit zu holen und die letzte Starcoin. Ist jetzt gleich wieder. Zack. Und jetzt geht's da oben nicht mehr rein, aber stattdessen hier unten für uns weiter. Und weg. Scheinbar ist das Level wirklich noch gar nicht zu Ende. Also, zu Ende im Sinne von wirklich, wirklich zu Ende. Weil hier geht es noch ziemlich weiter. Oh, wetten, ich brauche das. Wie hebe ich das so? Oh, ich wusste es. Zack, zack, zack. Und hier baut sich jetzt für uns eine Treppe, die uns ins Ziel führt. Naja, schaffen wir noch einen One-Up? Aber natürlich. So, und dann lass uns noch ganz schnell den Secret Exit im anderen Level holen. Um zu gucken, wo der hinführt. Da kann ich mir nämlich actually gar nichts vorstellen. Wohin kommt der Weg? Da, okay. So, und zwar auf jeden Fall hier durch können wir. Hier gibt es jetzt ein eigenes Level oder was? Scheinbar schon. Und oh mein Gott, wie bin ich hier ohne Treffer durchgekommen? Hier gibt es wirklich ein eigenes Level jetzt? Oh. Mit dem Pork. Oh, Puffer. Ah. 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 Okay, wir laufen einfach durch. Darkcoins sollte es hier nach Möglichkeit. Wunderbar. Ich weiß, man kann ihn nicht für immer besiegen. Ich weiß das. Oh, das war stupid, die einzusammeln. Ich feiere das, dass es hier extra ein Level für gibt. Hä, wie cool ist das denn? Oh, hier kann ich einfach drüber, okay. Und Shazam weg hier, ganz dringend. Was in dem Block noch war, hätte ich gerne... Das ist die Hölle, das ist die Hölle. Wortwörtlich. Das ist mega easy. Da ist er. Der Secret Exit. Boah, da kein One-Up. Geheult hätte ich. Geheult. This way. Ich glaube, er sagt this way. Oder was? Und das führt uns. Nichts. Schwimmen ist erlaubt. Und. Das ist eine A-Welt. Das ist eine zu. Willst du mir sagen, es gibt Zusatzwelten? Es gibt Zusatzwelten, die nicht deklariert sind. Ich dachte, das ist ein Secret Exit, der uns in eine andere Welt führt. Ich gebe dir einfach eine Welt, die du nur bekommst, wenn du das, genau das tust. Challenge House. Collecte alle Sterne und bevor die Zeit ausrennt und gewinne ein spezielle Preise. Oh mein Gott. Keine Ahnung, was das für Sterne sind, aber die sehen mega cool aus. Ich muss kurz da gucken. Okay. Weil ich sitze immer so ein bisschen davor.
Ich guck genau auf demselben Display wie ihr, damit ich weiß, wenn ich was verdecke und wenn nicht. Das ist bei mir irgendwie so ein... Weiß es nicht. Ich bin auch der Einzige. Ich habe die Anzeige hier auf beiden Dingern. Genau das Gleiche. Nur, dass ich halt hier auf dem Screen noch mich sehe. So wie ihr die Aufnahme noch habt. Zum Beispiel, dass wenn ich was verdecke, dass ich die Seite sliden kann. Ich glaube, heute wird eine längere Folge, denn wir machen noch das Castle. Guys, ihr habt es euch verdient. Und dann machen wir... Machen doch nicht mehr das Castle. Da geht's noch weiter nach dem Castle. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ach ja, dann lasst auf jeden Fall einen Like da und verpasst die nächste Folge nicht. Dann empfehle ich euch, ein Abo da zu lassen, dann werde ich nämlich sofort benachrichtigt, sobald ich ein neues Video veröffentlicht habe. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.